Okay. Wo sind wir hier gelandet? Keine Ratten? Nein, aber sie waren vor kurzem hier. Schau dir die Leichen an. Noch warm. Sie sind in der Nähe. Vorsicht. Alter, der... Oh, Tico, Totenkopf. Hier für dich, guck. Warte mal, wo ist mein Fotomodus? Muss für Tico einen Totenkopf fotografieren. So. Okay, Nahfokus. Was ist das? Ach, das ist das Drumherum, okay. Ah. Okay. Belichtung. Kann man voll hell drehen. Ist echt wie bei einer Kamera, voll krass. So. So. Say cheese! Das mit dem Balancieren muss ich noch üben. Tico, das war nur für dich! Wo sind die Ratten? Was ist das? Schienen in der Wand. Ein Aufzug. Das könnte ein Weg hinaus sein. Senke die mittlere Plattform ab. Lukas, was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Das ist ein Elefant aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Okay. Die Zähne. Einfach unglaublich. Ja. Hey, Dude, take a picture. Lass uns abhauen. Darauf. Da ist ein Hebel. Dieser Geruch. Den kenne ich. Das ist Schwefel. Eine Schmiede. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie bewirkt. Ich habe kein gutes Gefühl, dass der Raum so groß ist. Na, klasse. Wir stecken fest, Lukas. Nein, nein. Da, die Plattform. Das Feuerbecken. Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen. Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung. Salpeter, Schwefel, Alkohol. Was wir so finden können. Okay, MacGyver. Jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel wie Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Nicht fallen! Danke, Lukas. Dann erkunden wir mal die Gewölbe. Salz. Gut, aber das wird nicht genügen. Wo ist denn noch so ein Vieh da? Das werden sie mögen. Kann ich jetzt runter? Ja. Da unten sind zu viele Ratten. Hier gibt's nichts zum Looten, ne? Nee. Auf. Loot, Loot. Stengel will nur Loot. Und? Was ist drin? Alkohol. Alkoholflaschen. Ja, das ist gut. Sehr gut. Komm zurück. Okay, Alkohol haben wir schon mal. Kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ich hab es immer wieder versucht. Wir brauchen ein zweites Element. Dann stellen wir Ignifer her. Weißt du noch? Ignifer. Hatte ich schon vergessen. Sehen wir im anderen Raum nach. So, zweiter Raum. Ja, auf den Brettern liegt ein wenig. Da oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben. Eine Kurbel. Da ist ein Aufzug. Natürlich. Geht's dir gut? Ja, selten so einen Spaß gehabt.
Jetzt muss er dann da drauf gehen, oder was? Was haben wir über das Singen im Stream gesagt? Ich singe, wann ich will, wie ich will und wo ich will. Zeige auf ein hervorgehobenes Objekt und drücke E. Ach, jetzt muss... Ach so. Er muss damit interagieren. Lukas, das übernimmst du. Klar doch. Ja, singen, siehste. Jetzt muss ich den Wagen darüber schieben. Wir verschwenden Zeit. Tun wir nicht. Denk. Auf dein Zeichen. Ich will runterfahren. Lass es bleiben. Sofort. Na gut, dann gehe ich halt. Kurz Nächtle. Das war jetzt nicht so geplant, aber Leo, schön, dass du da warst und man sieht sich. Kurz Nächtle. Die ganzen Ratten und Söldner. Hey, eins nach dem anderen. Ja. Gut. So. Truhe. Da ist sicher Schwefel drin, jawohl. Es ist Schwefel. Und dann bauen wir jetzt Ignifer. Das ist eine gute Nachricht. Gut, wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Hochreaktiv, misch sie. Ignifer. Drücke Tab. Das ist doch großartig. Ein Lebensretter. Wähle das Ignifer. Hä? Ja. Ich würde gerne Ignifer herstellen. Hä? Mein Endboss. Okay, wir sollten vielleicht kurz warten, bis das... Ja, du kannst jetzt Ignifer herstellen. Halt Tab gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Wähle mit... Ach, mit der... Oh Gott, lol. Mit der mit Maus 4? Okay. So, wähle erst mit deiner Schleuder aus. Schieß ein Ignifer in die Glut. Wusch. Was zur Hölle? Das war in der Tat hochreaktiv. Danke, Lukas. Morgen wieder früh raus. Versuchen wir, die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Da sind unsere Kurbeln. Oben, unter dem Gewölbe. Ja, versuchen wir es. Oben, unter dem Gewölbe. Viele antike Krüge. Schleichzeug. Ich stelle mir gerade vor, wie das Publikum Wein trinkt und die Gladiatoren kämpfen. Ja, manche Dinge ändern sich nie. Kiste. Ein Krug. Ich kann bestimmt den runterlassen. Genau. Sehr gut. Da sind immer noch Ratten. Dieser Tontopf, er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Hoffentlich klappt's. Jeder Effekt kann mit einem Topf kombiniert werden. Alter, ha? Ignifer-Topf. Ein Topf, der mit Munition kombiniert wird, erzeugt beim Aufprall Temperan Effekt mit großem Wirkungsbereich. Fertig. Wirf ihn, um ein kurzes Feuer zu erzeugen. Wenn wir schnell machen, kommen wir durch. Jetzt. Ja, los. Rauf, 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 rauf. Kinderspiel. Okay, viel mehr Elemente.
geht klar. Bewegen wir dieses Monster. Das Ding ist zu schwer. Dafür gibt es auf der anderen Seite eine Kurbel. Man braucht zwei Leute. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Okay. Ich warte auf dein Zeichen. Dann gehen wir zum anderen. Von da kam ich her. Nein, ich will... So. Käfige. Sie hatten hier noch mehr Tiere. Ich hole Hilfe, Hugo. Okay. Ich finde diesen Baudin. Hier gibt's wieder eine Fackel. Ich gebe mein Bestes. Irgendwas passt nicht. Ach, ich muss jetzt wieder mit so einem... mit so einem Krug arbeiten. Okay. Das kann ich hier... nicht mit der, mit der Schleuder. Das Fleisch runterlassen. Jetzt gehen sie dahin, das fressen. Dann kann ich da rauf. Sehr gut. Auf zur Kurbel. Bringen wir den Aufzug endlich runter und verschwinden von hier. Alles klar, Lukas. Bin soweit. Ich warte auf dein Zeichen. Noch ein Topf. Dann gibt's nichts mehr. Dann. Es funktioniert. Nicht zu fassen. Gott sei Dank. Okay. Endlich. Auf dein Signal. Los. Hast du das gehört? Könnte sein, dass die Bremse bricht. Wir müssen zum Aufzug. Schnell. Lauf, 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 lauf. Oh, sehr gut. Stabil. Wie haben wir das geschafft? Mit viel Können und starkem Willen. Krasses Pferd. Es beginnt wieder. Verstehst du, was das bedeutet? Ja, aber wir haben es schon mal überstanden. Richtig. Du hast ihre Angriffe gesehen. Ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudin. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Ja. Sackgasse. Sackgasse. Gehen wir da lang. Okay, oben auf dem Turm. Sag mir, dass wir näher dran sind. Ja, der Turm. Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Das reicht mir. Gut. Ist wieder am Tageslicht. Keine Spur von diesen Söldnern. Na, hoffentlich haben sie ihn nicht. Beeilen wir uns. Ah, ich brauche fürs Ignifer jetzt keine Steine mehr. Und Steine sind unbegrenzt. Dieser Ort war eigentlich recht schön. Vor dem Biss? Ja. Ein Gemüsegarten. Oh, sieh nur. Eine Blume. Hey, was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Hugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Steht dir gut. Feilkraut. Gehen wir jetzt weiter. Diese koloniebildende Wasserpflanze mit winzigen weißen Blüten ist auf den flachen Seen und Burggräben zu finden. Ihr Gattungsname Sagitta bedeutet auf Lateinisch Pfeil und leitet sich von der Form ihrer Blätter ab. Sie ist auch als Entenkartoffel bekannt, da sie Knollen produziert, die gedünstet zubereitet werden. Ihr wird nachgesagt, dass sie große Mengen an Schwermetallen wie Kupfer oder Blei absorbiert. Zwei der sieben reinen Metalle der Alchemie. Be right back. Bis gleich. Oben ist eine Truhe. Komme ich hier rein? Nö. Hugo,
Ich frage mich, wie der Graf der Provence dieses Chaos bereinigen will. Die Leute denken wohl, es kümmert ihn nicht. Seine Armee regiert für ihn. Und trotzdem wandern diese Söldner ungestört umher. Ja. Was ist das? Alkohol und Schwefel. Sehr gut. Ich kann nur ein Messer mit mir führen, okay. Da hinten ist noch eine Truhe. Nochmal Schwefel. Sehr gut. Können wir wieder Ignifer herstellen. Warte, wo muss ich lang? Da nicht. Komme ich da unten durch? Ja. Wir kommen dem Turm immer näher. Fast geschafft. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Scheint der sicherste Ort zu sein. Wenn der Orden diese Macht noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten. Oder haben wir hier oben noch irgendwas? Da kann man sich verstecken. Och nö. Also, wir warten, bis Arno kommt, um ihn rauszuholen. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Irgendwas geht hier vor sich. Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten auf Arno. Das ist ein Befehl. Und deine Entscheidung. Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen mal... Gut, schauen wir mal hier rein. ...bevor ihr Anführer kommt. Los! Gibt's hier noch irgendwas? Ich kann da rauf. Spielst du bis 11? Nein, ich bin gleich... Ich bin gleich offline. Ich habe nur ein bisschen später angefangen. Ich mache nicht bis um 11. Ich hab schon damit gerechnet, dass du mich daran erinnerst. Na los. Mit dem Stock könnte ich sie ablenken. Ich weiß nur deine Zeit nicht mehr. Normalerweise bis um 10, aber ich hatte noch Barbierbesuch und war dann. Doch ein bisschen länger. Lenkt der Stock ab? Ich glaube nicht. Weiter. Hugos Leben steht auf dem Spiel. Ja, ich weiß. Schwein. Scheiße! Lauf! Lauf! Ratten! Sie kommen!
Okay. Shit. Verstecken wir uns. Oh nein. Es war so klar. Verdammt. Shit. Ja, und das sind die Ratten. Ja, genau.